SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Die Herbstlesezeit hat uns gepackt und die Literaturtage sind in vollem Gange, laufen noch bis zum 5. November. Und genau an dem Tag, um 15.30 Uhr, wird im Campus am Ziegelsee eine Buchpremiere stattfinden. Und zwar Dr. Thomas Fischer wird seinen Debütroman Kaschuben-Hochzeit vorstellen. Das ist eine Buchlesung mit Musik. Aber zurück zu den Literaturtagen. Es ist toll, neue Schriftsteller und Schriftstellerinnen kennenzulernen oder Vertraute mit ihrem neuen Buch zu erleben. Ich habe die Schriftstellerinnen Luzi Fricke, Helga Bürster, Dörte Hansen, natürlich die hochgeachtete und beachtete Dörte Hansen, als überzeugend und sympathisch erlebt. Bei der Eröffnungsveranstaltung kamen Lesung und Gespräch mit Luzi Fricke und ihrem Lektor gut an. Auch die Rede des neuen Kulturdezernenten der Stadt, Silvio Horn, der sich mit seinem Literaturinteresse outete. Für die Eröffnungsveranstaltung der 27. Literaturtage allerdings hätte ich mir ein bisschen mehr Glanz gewünscht. Auf keinen Fall kann man behaupten, dass die Schriftstellerin, also die Frauen, bei den neuen Büchern nicht mitmischen. Ja, und ich selbst muss sagen, mein Büchertisch ist so reich gedeckt, dass ich mit dem Vorstellen gar nicht hinterherkomme. Ich begrenze mich wieder einmal auf 3 Bücher und 2 davon wurden auf oder bei den Literaturtagen uns schon nahegebracht. Da ist also einmal Dörte Hansen zur See, Pinguin Verlag 2022, Helga Bürster, Eine andere Zeit, Insel Verlag 2022 und Donna Leon, Ein Leben in Geschichten, Diogenes Verlag 2022. Gerade ist Dörte Hansens Buch Mittagsstunde verfilmt worden, da erscheint schon ihr neues Buch Zur See. Es hat mich sofort gepackt. So muss man schreiben. Will man das Geheimnisvolle, das in einem Menschen oder in einer ganzen Familie steckt, erlebbar machen? Dörte Hansen erzählt die Geschichte der Inselfamilie Sander, die seit 300 Jahren an der Nordsee lebt. Da ist die Kapitänsfrau Hanne, die immer in Bewegung ist, damit sie gar nicht erst zur Besinnung kommt. Ihr Mann Jens fährt längst nicht mehr zur See, er wohnt einsam in der Vogelwarte. Da sind die erwachsenen Kinder mit ihren Träumen und Erlebnissen. Rückmehr, Hannes Ältester, wurde nach traumatischer Erfahrung auf See Alkoholiker. Später fängt er sich, wird Seebestattungskapitän. Henrik der Jüngste macht aus Strand Fundstücken Kunst. Tochter Eske pflegt die Alten im Heim mit Anteilnahme. Auch die Hosenscheißer, die sie von früher kennt, als sie noch klar und bei Kräften waren. Sie sorgt auch dafür, dass die Inselsprache nicht ausstirbt. Was aber ausstirbt, sind die Fischer. Die fahren jetzt mit Gästen raus und kleiden sich wie Schauspieler in den Fernsehserien. Dörte Hansen entzaubert die Touristen und durchleuchtet die Insulaner mit Feingefühl. Diese Seelenkennerin schreibt, alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben, Ausschläge auf Haut und Seele, die verlassen wurden oder jemanden verlassen haben. Die See soll es dann richten und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr wehtut. Ja, es sind die Ausschläge auf der Seele, die aufwühlen und trösten. Sogar Pastor Lehmann hat damit zu tun. Seine Katrin will ihn nach 30 Jahren verlassen. Er ist kein Pastorenneutrum, ist ein ganz normaler Mensch. Bei diesem Buch sind wir zwar auf einer Insel, aber immer mitten im Leben bei den Menschen mit ihren Stärken und Schicksalsschlägen. Immer ganz nahe an ihren Seelen. Mir wird Inselleben von heute und vor Jahrhunderten bewusst.
Mir wird bewusst, wie die Jahreszeiten über die Insel ziehen, wie die Touristen die Insel prägen, wie Gewohnheiten bleiben oder sich verändern. Das Verändern spielt auch in der Familie oder spielt auch in die Familie Sander hinein. Da gibt es Hoffnung. Diesen Roman sollte man unbedingt lesen. Helga Bürster, eine andere Zeit. Da erzählt eine Autorin, die aus der Gegend von Bremen kommt, über Leute aus dem Osten. Aber Helga Bürster kriegt das hin. Der Osten wird authentisch in ihrem Roman dargestellt. Mit fast sachlichem und doch poetischem Sprachduktus erzählt sie die Geschichte der Geschwister Enne und Suse, die mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf Richtung Usedom wohnen, und von Cousine Christina, die in einer grauen Industriestadt im Westen zu Hause ist. Letztere verbringt gern ihre Ferien mit ihrer alleinerziehenden Mutter Magda bei den Verwandten im naturgrünen Osten. Magda verdient wenig Geld, im Osten bei Bruder und Schwägerin Lore gefällt es ihr. Man erzählt sich alte Geschichten, kabbelt sich, verträgt sich. Magda genießt die Soljanka und geht gern zum Ostfriseur. Tochter Christina fühlt sich auch wohl, kann in ihrer Schule aber von ihrem Osturlaub kaum sprechen, denn die Mitschüler hätten für ihr Reiseziel wenig Verständnis. Man fährt schließlich nach Italien und nicht in den Osten. Anhand von Christinas Erleben erfährt der Leser, dass in der DDR nicht alles schlecht war. Das Westkind ist glücklich im Osten, liebt die Ostsee und den Urlaub mit den Cousinen. Die Ostkinder sind sehr unterschiedlich. Suse kränkelt immer, wird von den Eltern bevorzugt. Wir erfahren, dass Suse kurz vor der Wende über Ungarn in den Westen abhaut und nie wieder von sich hören lässt. Sie bleibt spurlos verschwunden. Die Familie kommt über diese schwebende Ungewissheit nicht hinweg. Da taucht 30 Jahre später eine alte, mysteriöse Frau auf, von der viele annehmen, es sei Suse. Man denkt, dass die Suse-Geschichte jetzt weitergeht, was aber nicht passiert. Mit dieser mysteriösen Frau wird die Spannung angekurbelt. Doch die Geschichte läuft ins Leere, hat ein offenes Ende. Ich bleibe etwas hilflos zurück. Dennoch, ich erfahre viel von den Nachwirkungen der Wende, die einfühlsam erzählt werden. Donna Leon, ein Leben in Geschichten. Donna Leons Brunetti-Romane sind immer beglückende Fernseherlebnisse. Jetzt verrät die Amerikanerin, die viele Jahre in Venedig wohnte, seit 2007 in der Schweiz, in ihrem Buch Ein Leben in Geschichten viel Persönliches. Als sie 1979 vor der Islamischen Revolution im Iran fliehen musste, ging ihr Entwurf für die Doktorarbeit verloren. Sie studierte dann nicht weiter, kam nach Italien, ganz zufällig, so als eine Art Anstandsdame, und verliebte sich in die Italiener sofort und blieb. Sie sagt von sich, mein Blut ist zur Hälfte irisch und zu einem Viertel lateinamerikanisch und deutsch. Von Kindheit an war sie mit Kühen, Pferden, Federvieh auf der elterlichen Farm vertraut. Sie hat erlebt, wie frisch geköpfte Hühner durch die Gegend rannten. Sie wuchs in einer Familie auf, in der viel gelesen wurde, machte früh Bekanntschaft mit den Abgründen der Sprache, mit Sprachscherzen. Ihre lebensbejahende Einstellung hat sie von der Mutter geerbt, die wie ein Scheunendresser aß und dabei lebenslang spindeldürr blieb. In ihrer humorvollen Art beschreibt sie die Mutter als miserable Köchin, der Weihnachtstruthahn zum Dörrgemüse verkam, die aber zu meisterhaften Süßspeisen aufsteigen konnte. Sie verrät, wie sie als Studentin mit Tomaten Geld machte, wie sie im Iran zur Tennisspielerin wurde, wie es zur Sperrstunden-Pyjama-Party kam
und was Musik ihr bedeutet. Der Messias von Händel hat definitiv mein Leben verändert, schreibt sie. Auch Ravel, Tschaikowski, Grieg, Rimsky-Korsakow, Brahms, Bach, hört sie, aber gern allein und nicht als Hintergrundbeschallung. Auch die Oper ist in ihr Leben eingeschlagen. Sie meint, Musik kann nicht die Welt verändern, aber doch ein einzelnes Leben. In Graubünden freut sie sich nun wie einst ihre Mutter an einem blühenden Garten und an Kater Tigi. Donna Leon ist am 28. September 22 80 Jahre alt geworden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wie immer hoffe ich, dass ich Ihnen Anregungen geben könnte. Zu gern möchte ich Ihnen demnächst noch weitere Bücher empfehlen. Zum Beispiel Annie Arnaud, die neue Literaturnobelpreisträgerin, verdient es, hier erwähnt zu werden. Ihr Buch Das Ereignis haben wir gleich nach der Nobelpreisverkündung im Literaturclub unter die Lupe genommen. Schauen Sie, das sind immer dünne Bändchen eigentlich, die sie schreibt. Nun ist ihr nächstes Buch Das andere Mädchen schon im Handel. Ich möchte Sie auch hinweisen auf Isabel Allende's Violetta bei Suhrkamp. Wie Donna Leon ist sie 80 Jahre alt und noch immer schreibaktiv. Ich freue mich auch auf die Lektüre von Karen Duves Roman Sissi. Karen Duves Fräulein Nettes kurzer Sommer über die Lyrikerin Annette von Droste-Hülshoff haben wir ja hier auch im Programm gehabt bereits 2018. Interessant ist Miss Dior von Justine Picardy bei Aufbau Verlag. Bei Aufbau war auch der Roman Falladas letzte Liebe erschienen, den ich Ihnen im Februar dieses Jahres vorstellte. Sein Autor Michael Töteberg aus Hamburg wird am 30. Oktober um 16.30 Uhr im Bürgerhaus in Pinnow lesen. Also den 5. November mit Kaschubenhochzeit in Schwerin nicht verpassen oder vergessen und auch nicht Falladas letzte Liebe am 30. Oktober in Pinnow. Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen. Es ist immer interessant, in die Welt der Bücher einzutauchen. Und das hilft auch, Kraft tanken. Bis bald, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig. Ihre Liane Römer. SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.